Ja, um was geht's? Da haben wir ja die zwei netten Herren von Fritz Cola. Die lächeln immer so ganz verschmitzt, ne? So zwei süße Knuddelbärchen. Fritz Cola heißen die, sind schon länger am Markt. Und dann gibt's da in der Craft-Bier-Szene das bekannte Fritz Ale. Ich habe hier drei Biere von ihm. Das ist das Fritz Extra Special, Fritz California IPA. Oder nur ohne California und hier das American Pale Ale. Fritz Cola hat eine eingetragene Wortmarke auf Fritz Cola und Fritz Ale hat eine eingetragene Wortmarke beim Patentamt in München, kann man das machen, auf Fritz Ale. Und vor ein paar Tagen, da waren die Fritz Colas ganz schlau, haben die sich Fritz reserviert. Und zwar für das Segment von Getränken und noch anderen Sachen, ne? Und dann hat der Anwalt von Fritz einen Brief geschrieben an den Fritz Wülfing, der die Fritz Ales macht. Er soll doch bitte aufhören, ne? Und bis März darf oder so, darf der noch seine Biere verkaufen unter dem Namen. Und dann, wegen der möglichen Verwechslungsgefahr und dem Markenschutz, darf er seine Biere nicht mehr Fritz Ale nennen, ne? Also, man sieht, das ist auch ein Haifischbecken, ne? Da in der Getränke, bei den Getränken. Ja, Krieg herrscht natürlich nicht nur in der Geschäftswelt, im Getränkebereich, in der Bierbranche offensichtlich auch, sondern Krieg herrscht natürlich auch überall auf der Welt, gar nicht so auffällig. Und der Krieg wird natürlich nicht mit solchen Waffen geführt, mit Küchenmessern schon gleich gar nichts, auch nicht mit Schwertern oder Kalaschnikow, sondern der wirklich moderne Krieg, der wird mit Papiergeld geführt, ne? Mit digitalem Geld. Warren Buffett ist ja der Milliardär aus den USA und der hat diese Derivate, die an den Börsen gehandelt werden, ja als Massenvernichtungswaffen bezeichnet. Und auf die Frage, was ist der größte Konflikt, den er sieht, dann hat er gesagt, das ist der Krieg der Reichen gegen die Armen. Und dann hat er noch angefügt, und wir werden ihn gewinnen, also die Reichen. So, das hat der Warren Buffett gesagt. Gehen wir aber zurück zum Bier, ne? Da hat jetzt also Fritz Cola dem Fritz Ales den Namen weggenommen. Und ja, so ist es. Ja, da kann man wenig dagegen machen, da hilft da dieses bisschen Asche nicht. Kommen wir zum Bier. Die Biere vom Fritz Ale, vom Fritz, das sind sehr schlanke Biere. Die sind, haben gar nicht so viel Alkohol. Die sind unter 6% Alkohol, haben die meistens. Dieses Pale Ale hier zum Beispiel, das hat, mal schön, 5,2%. Und auch dieses IPA, das hat auch nicht so viel. Das ist eigentlich gar kein so ein richtiges IPA, denke ich, weil das hat auch nur 5,8% Alkohol. Und das ist für ein IPA eigentlich ziemlich wenig. Das hat 62 IBU, das sind die Bittereinheiten, das ist relativ viel. Und diese Biere von Fritz, das ist wirklich ein Charakteristikum, die haben ganz wenig Restzucker. Also ich glaube, wenn man von denen viel trinkt, dann wird man gar nicht dick. Das ist das ideale Diätlebensmittel, diese Biere von Fritz. Die sind also sehr trockene Biere, aber sehr aromareich und sie sind trotzdem gerade noch in der Lage, das Aroma und die Bittere zu tragen, bei einem wirklich schlanken Körper. Also, deswegen kann ich diese Biere uneingeschränkt empfehlen. Gibt es auch in Gärtringen zu kaufen. Ich habe leider nicht viel. Ich habe nur drei Kästen von jeder Sorte ein. Und da habe ich auch schon einige verkauft und leer getrunken. Und ich denke, weil der Fritz Wülfing, der ist wirklich ein ganz netter Typ, wie die meisten Brauer ganz super nette Typen sind. Also der hat es, der kann das jetzt gebrauchen, wenn man da mal seine Biere probiert. Weil die sind wirklich 1A. Und was man mit den Fritz Colas macht, ne, das weiß ich jetzt auch nicht so recht. Die habe ich heute gekauft, gibt es sogar in Herrenberg. Ne? Aber ich meine, wer dich so anlacht, muss man dann offensichtlich auch Obacht geben, nicht? Man hätte das ja auch vielleicht noch auf etwas freundlichere Art regeln können, aber. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Und bis zum nächsten Mal.